Bereits zum 16. Mal prämierte das Sächsische Staatsministerium für Kultus am 20. September 2017 innovative Weiterbildungsprojekte im Freistaat. Zur Preisverleihung beim Vorjahresgewinner VDI Garage in Leipzig hatte Staatsministerin Brunhild Kurt geladen. Die Ministerin betonte den Stellenwert der Menschen hinter den Projekten. Die Menschen, die die Projekte konzipieren, die aus der Taufe heben und heute hier zu dieser Veranstaltung gekommen sind, kreativ sind. Dass sie die gesellschaftliche Entwicklung betrachten, dass sie Lebensabläufe betrachten von Menschen und Ideen entwickeln und konzipieren, die ja, unsere Entwicklung voranbringen. Also innovativ heißt für mich erstmal so ausgetretene Pfade verlassen, Ungewöhnliches probieren, Neues ausprobieren, Fähigkeiten entdecken und Ideen umzusetzen. Das ist für mich Innovation. Die Projekte, die wir heute auszeichnen, die sind von Nachhaltigkeit geprägt. Die sind davon geprägt, dass Lebensentwürfe von Menschen betrachtet wurden und Entwicklungen positiv beeinflusst werden können, nachhaltig positiv beeinflusst werden können. Das hat mich besonders beeindruckt. Man darf auch nach einer anstrengenden Konzeptionsphase sich erst einmal richtig freuen und ganz kurz innehalten. Dann gebe ich mit auf den Weg, dass diese Projekte bekannt werden, vielen, vielen Menschen bekannt gemacht werden. Und ich gebe den Preisträgern noch mit auf den Weg, dass sie weiterhin so innovative Ideen haben sollen. 13 Projekte hatten sich in diesem Jahr um die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Auszeichnungen beworben. 3 Projekte wurden von der 10-köpfigen Jury ausgewählt. Mit dem ersten Preis in Höhe von 10.000 Euro wurde das Förderprogramm Team des Gleichstellungsbeauftragten der Universität Leipzig ausgezeichnet. Das Förderprogramm richtet sich konkret an den weiblichen Wissenschaftsnachwuchs. Das ist ein Programm, was momentan 3 Linien beinhaltet. Für Studentinnen, Promovendinnen und Postdoktorandinnen bieten wir Workshops, Expertise- und Alumni-Gespräche und Mentoring-Tandems, sodass die jeweils nächste Qualifikationsstufe leichter erreicht werden kann. Wir haben uns eine Förderung beim Professorenprogramm des Bundes und der Länder beworben. Das ist ein sehr, sehr großes Förderprogramm, wo es um die Förderung von weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs geht. Und eine der Maßnahmen, die wir an der Universität Leipzig umsetzen wollen, war ein Mentoring-Programm. Und dann haben wir 2013 gesagt, wir machen jetzt mal ein Mentoring und dann machen wir es gut und dann haben wir das Programm entwickelt. Mit dem zweiten Preis in Höhe von 8.000 Euro wird das Projekt Wegweiserkurse für Asylsuchende in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen gewürdigt. Im Auftrag der sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping wurde das Projekt von Arbeiten und Leben Sachsen und dem Sächsischen Volkshochschulverband entwickelt. Ja, was wurde ausgezeichnet, dass wir es geschafft haben, ein Projekt, ein Modellprojekt auf die Beine zu stellen, wo es darum ging, in einem kompakten Bildungsveranstaltung Menschen, die quasi gerade als Asylsuchende erst angekommen sind in Sachsen, eine Orientierung zu geben. Einerseits sprachlich, also einfach Basics in deutscher Sprache auch zu vermitteln. Und andererseits halt aber auch zu helfen, im Alltag zurechtzukommen. Bevor ich was sagte, sagte der 10-jährige Sohn, oh Mutter, du brauchst dir keine Sorge machen. Wir sind jetzt in Deutschland und wir müssen in die Schule gehen. Wir sind hier schulpflichtig, hier ist nicht nur unser Heimatland. Und wir haben genauso wie deutsche Kinder Recht auf Bildung. Nur muss man in Deutschland viel Geduld haben. Wie vielfältig die Zielgruppen von Weiterbildung sein können, zeigt auch der dritte Preisträger. 7.000 Euro wurden dem Kinder- und Jugendhilferechtsverein Dresden für Weiterbildungsformate des Projektes Noteingang, Maske Peers und Löweneltern verliehen. Wir versuchen mit Eltern, deren Kinder in der Jugendhilfe sind, und mit Jugendlichen, die selbst in der Jugendhilfe leben, in Heimen und Wohngruppen Seminare zu machen, die sie sozusagen in ihrer Persönlichkeit stärken und sie aufklärt über ihre Rechte und Möglichkeiten, auch im Rahmen der Jugendhilfe aktiv zu sein, aktiv zu werden, und versuchen da weniger ihnen zu erzählen, was richtig und was falsch ist, sondern mehr ihnen zuzuhören und mit ihnen gemeinsam Dinge zu entwickeln. Neben dem Preisgeld stehen den 3 Preisträgern zusätzliche Mittel in Höhe von je 5.000 Euro zur Verfügung,
um den Transfer ihrer Projektideen in geeigneter Form zu ermöglichen. Zum Abschluss der Preisverleihung wagte Professor Dr. Ulrich Klemm, Vorsitzender des Landesbeirats für Erwachsenenbildung, einen Ausblick in die Zukunft der Weiterbildungslandschaft. Es spricht sehr viel dafür, dass wir einen sehr kommerzialisierten und ökonomisierten Weiterbildungsmarkt haben. Es zeichnet sich ab, dass jetzt schon eine Reihe von großen Unternehmen, von internationalen Konzernen, zum Beispiel Google oder auch Facebook, in diesen Weiterbildungsmarkt hineingehen, um mit der Digitalisierung von Weiterbildung auch Geld zu verdienen.